hier ist HR3 Live am Freitagmittag. Also was ein echter Fußballfan ist, der kann ja bis ans Ende der Welt reisen, aber sein Herz ist immer noch bei seinem Verein. Und genauso innig liebt auch der Hesse Andreas Gulia seine Frankfurter Eintracht. Andreas, du lebst in Dubai und hast da jetzt den ersten Eintracht-Fanclub in der arabischen Welt gegründet, gell? Ja, also sagen wir so, ich war der Initiator und dann haben sich eben halt andere angeschlossen und dann wurde es ernst. Du, die Eintracht würde ich lieben dafür. Ihr habt euch die Bembel-Beduinen genannt. Es gab drei Namen. Wüstenadler, Bembel-Beduin und Eintracht-Oase. Und unsere Mehrheit hatte sich dann für die Bembel-Beduinen entschieden. Aber jetzt sag mal, Bembel-Beduinen ohne Äppler und Grisos, das geht doch überhaupt nicht. Ja, also erstens, wir kriegen dann alle so ein Bembel als sozusagen Vereinszeichen oder sonst was. Und zweitens, wir haben hier jetzt bald eine ziemlich große Messe für Lebensmittel. Und dann kommen natürlich auch viele aus Hessen an. Und wir kennen die alle, die werden uns die Grisos und den Sorgespritzen mitbringen. Ah, das ist doch super. Sag mal, wie zelebriert ihr da jetzt im arabischen Land euer Eintracht-Fantum? Wir wollen wirklich hier zu einer verschworenen Gemeinschaft sein, fernab von der Heimat. Bindeglied ist natürlich die Eintracht. Wir sind alle eingefleischten Eintracht-Fans. Wir hatten jetzt am Geburtstag des Propheten, haben wir dann unser erstes Geburtstag. Da hatten wir zum Beispiel eine Beachparty, also mit Anhang, also mit Ehefrauen, Kindern. Und das dann in Eintracht-Klamotten oder was? Ja, Eintracht-Klamotten an und wir hatten dann natürlich auch Eintracht-Fahren. Seid ihr Fanmitglieder eigentlich alle ursprünglich aus Deutschland oder hast du auch schon arabische Fußballfans motiviert? Wir haben einen einzigen Ägypter dabei. Der ist irgendwie komischerweise Eintracht-Fan. Wir haben zwei Amerikaner dabei, die haben ziemlich lange in Frankfurt gelebt, sind beide auch eingefleischte Eintracht-Fans. Eingangsvoraussetzung bei uns ist ja nur, das Herz muss halt für die Eintracht schlagen. That's it. Sag mal, euer Club wird ja sogar ein ganz offizieller, so mit Brief und Siegel der Eintracht Frankfurt, gell? Genau, wir werden dann den Antrag stellen, als offizieller Fanclub von der Eintracht anerkannt zu werden. Wir erfüllen alle Eingangsvoraussetzungen, die von der Eintracht erwartet werden, als offizieller Fanclub anerkannt zu werden. Und am 2. Februar stellen wir den Antrag. Also schon morgen, wenn die Eintracht spielt gegen Hamburg. Da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen, dass das klappt. Die Bembel-Beduinen aus Dubai sind der erste Eintracht-Fanclub in der arabischen Welt. Alles, was dich bewegt.